So, herzlich willkommen zu einer neuen LS13 Mod Vorstellung. Diesmal habe ich den Player Walk Speed Mod, heißt er glaube ich für euch. Den ladet ihr. Der wird auf Modtoaster runtergeladen, so. Und dann kommt der in Mod Ordner und dann habt ihr hier mehrere Möglichkeiten. Das ist jetzt die normale Geschwindigkeit. Wenn ihr auf 1, also ich laufe mal so, wenn ihr auf 1 drückt, dann wird es etwas schneller. Das benutze ich auch häufig in Mod-Vorstellungen, da kamen auch schon Kommentare von wegen, ja, du cheatest und keine Ahnung, irgendwas. Ist ja ein Cheater und so Sachen. Dieser Mod steckt dahinter. Also hier nochmal 1. Tempomat Stufe 2. Man muss gerade auf die Tasten drücken. Und 3 ist nochmal etwas schneller. Damit ist man dann etwas schneller über die Map. Das ist jetzt mal Tempomat Stufe 3. Fliegt man dann als hier auch mal ein bisschen. Aber man kommt nicht mehr so gut den Berg hoch. Also mit Sprint-Taste noch dazu. Diesen Mod benutze ich da häufig und für alle Kritiker, die mich da kritisiert haben, hier mal nur so zur Info. Zur Standardgeschwindigkeit kommt ihr mit 0. Also ganz normale Nummern-Taste, nicht irgendwie Numpad. Dann hier nochmal Tempomat-Stufe, kann man ja auch anstellen. Es wird auch übertragen, also das Spiel merkt sich das, wenn du das einmal in einem Fahrzeug hattest, die Tempomatstufe. Und dann wird es so behalten. Und wenn man dann aussteigt, dann hat man das gleich. Ja, das war's dann schon wieder vom Player Walk Speed Mod. Link steht wie immer in der Beschreibung. Und wie gesagt, ihr müsst nicht mehr machen, als ihn in den Mod-Ordner schieben und im Spiel die Taste drücken. Also kein Hexenwerk und viel Spaß beim Rennen. Tschüss.